Es sind mal wieder turbulente Tage auf Schalke. Sportdirektor Ruven Schröder weg, der neue Trainer Thomas Reis da. Ich fühle mich im Ruhrgebiet sauwohl und ich glaube, ich habe bewiesen im Ruhrgebiet, dass ich dahin passe. Schalke und Thomas Reis, ist das ein perfektes Match? Und ist die personelle Neuaufstellung mitten in der Saison eher eine Gefahr oder eine Chance? Absolute Gefahr, denke ich. Der Zustand hier des FC Schalke 04, der sportliche vor allem, ist aktuell sehr besorgniserregend. Alles zum personellen Beben auf Schalke jetzt bei Was geht Bundesliga. Ja, was waren das mal wieder für Tage auf Schalke? Thomas Reis als neuer Trainer war jetzt nicht die Riesenüberraschung, aber der Rücktritt von Sportdirektor Ruven Schröder, damit haben viele nicht gerechnet. Wir sprechen über all das jetzt bei Was geht Bundesliga im neuen Studio. Wir sind umgezogen, leicht veränderter Look. Wir hoffen, es gefällt euch. Und bevor wir loslegen, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was glaubt ihr, ist Thomas Reis der richtige Trainer für den FC Schalke 04? Und dann lasst uns wie immer ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Ja, die Saison ist noch jung, aber auf Schalke ist schon wieder einiges passiert und wir fassen das Ganze nochmal kurz für euch zusammen. Der Aufstiegsextase folgt der harte Aufprall in der Realität Bundesliga. Frank Kramer sollte Schalke bei seiner Oberhausrückkehr erstmal Stabilität verleihen. Mission gescheitert. Nach einem Saisondrittel ist S04 letzter und die wichtigsten sportlichen Führungsfiguren sind weg. Kramer freigestellt, Sportdirektor Ruven Schröder zurückgetreten. Eine personelle Neuaufstellung mitten in der Saison. Kann das gut gehen? Die Hoffnungen liegen zunächst mal auf ihm. Ex-Bochum-Coach Thomas Reis. Einer, der das Ruhrgebiet wie seine Westentasche kennt. Ja, und auch er kennt den Westen wie seine Westentasche, denn er ist der Mann beim Kicker, dessen einzige Beschäftigung außer dem FC Schalke 04 schlafen ist. Toni Lieto, moin. Und essen. Moin. Hi. Schlafen und essen. Ja, und ich weiß nicht, hast du auch in der, im Schalker Stadion übernachtet? Oder ist das ein virtueller Hintergrund? Ja, ist es nicht, oder? Es ist kein virtueller Hintergrund. Ich bin hier im Stadion des FC Schalke. Dach ist zu. Rasen ist noch nicht wieder reingefahren. Ist ja mehr erst kurz vor dem Spiel, am Sonntag das Heimspiel gegen Freiburg. Kurz davor werden sie den Rasen reinschieben. Um auf seine Frage zurückzukommen als Schalke-Reporter, ist natürlich so, dass man eigentlich hier auch da unten in der Phase, wo der Rasen da nicht ist, sein Zelt aufschlagen könnte manchmal, gerade in Zeiten wie diesen. Ich wollte gerade sagen, also du machst nichts viel anderes, glaube ich, als über Schalke sprechen momentan. Es ist mal wieder verdammt viel los. Fangen wir mal mit der News von heute an. Thomas Reis wurde jetzt ganz offiziell dann als neuer Cheftrainer vorgestellt. Das war jetzt keine Überraschung mehr. Man hatte trotzdem ja eigentlich ein bisschen früher damit gerechnet. Ne? Die letzten Tage dachte man immer so, ja, wann wird es denn jetzt mal offiziell? Hatte sich das auch gezogen wegen der Personalie Ruven Schröder? Nee, das hat sich deswegen nicht gezogen, das hatte nichts miteinander zu tun. Das hat sich gezogen, weil die Schalker sich noch nicht einig waren mit dem VfL Bochum. Mit Thomas Reis sehr wohl, da gab es ja auch schon im Sommer den Kontakt und da waren die Gespräche jetzt auch recht schnell zielführend. Allerdings musste man sich noch mit dem VfL Bochum einigen, der ja Thomas Reis im September beurlaubt hatte, entsprechend, also nicht den Vertrag aufgelöst, sondern nur beurlaubt. Entsprechend stand er da noch auf der Gehaltsliste und die wollten natürlich eine Ablöse für ihn haben. Letztendlich bekommen sie 300.000 Euro dafür. Und das Erstaunliche daran ist, dass Thomas Reis sich an seiner eigenen Ablöse finanziell beteiligt. Da sprechen wir natürlich gleich auch nochmal drüber. Gab ja heute auf der Pressekonferenz dazu auch schon ein Statement von ihm. Das haben wir gleich auch hier noch am Start. Lass uns trotzdem nochmal beim Sommer bleiben, weil du sagst es, er war da schon im Gespräch. Warum hat es erst jetzt geklappt? War das auch damals die Hürde der VfL Bochum? Damals waren die Konstellationen ja komplett unterschiedlich. Thomas Reis hatte eine Saison hinter sich, wo er mit dem VfL auf ja, sensationelle Weise den Klassenerhalt geschafft hat, bravouröse Weise. Und da war er natürlich im Sommer fest im Sattel bei den Bochumern. Das drehte sich dann mit der Zeit, weil dann die ersten Spiele in der Saison verloren wurden. Dann kam so ein bisschen raus, dass er sich im Sommer auch mit dem FC Schalke zumindest in Verbindung stand. Das hat er aber nicht so ganz zugegeben und das stieß einigen sauer auf. Und so drehte sich der Wind ein bisschen. Die Bochumer haben sich letztendlich dafür entschieden, ihn dann doch zu beurlauben. Und jetzt kam halt Schalke aufgrund der eigenen Situation mit Frank Kramer wieder zurück ins Spiel. Und der neue Trainer Thomas Reis selbst ist ja davon überzeugt, dass das Schalke 04 und seine Person richtig gut zusammenpasst. Ich fühle mich im Ruhrgebiet sauwohl und ich glaube, ich habe bewiesen im Ruhrgebiet, dass ich dahin passe.
Und deswegen, nachdem ich ja, freigestellt wurde, war ich ja, auch verfügbar für den Verein und auch für mich. Und ich bin froh, dass ich diese Aufgabe antreten darf. Ich versuche ja auch gewisse Werte vorzugeben und da gehört Mut einfach dazu. Und Mut irgendwo auch dann zum Risiko. Aber ich finde, das Risiko ist, kann man dementsprechend gut einschätzen. Wir wissen, dass es keine, wie ich gesagt habe, keine einfache Situation ist. Ja, Toni, ist Thomas Reis genau der richtige Trainer für den FC Schalke 04, weil er eben zu dem Verein und der Region passt, aber vielleicht eben auch zu der Situation, in der er steckt? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er passt. Er versteht den Ruhrpott, er kennt sich hier sehr gut aus. Ich habe ihn kennenlernen dürfen in den vergangenen Monaten, als er noch Trainer beim VfL Bochum war. Da hat er auf mich immer einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich glaube, er hat ein ganz gutes Händchen für die Spieler und für die Mannschaft. Er möchte in die Köpfe rein. Das möchten alle Trainer, aber es gelingt nicht allen Trainern. Thomas Reis traue ich zu, dass es ihm gelingt. Er hat es ja bei Bochum auch schon gezeigt in der vergangenen Saison, ich habe es eben gesagt. Und ich traue ihm die Aufgabe durchaus zu. Trotzdem ist es natürlich eine Herkulesaufgabe, weil mit diesem Kader wird es wirklich schwer, da noch die Klasse zu halten. Sie werden im Winter nachjustieren müssen. Das war aber ein Problem, vor dem jeder andere Trainer auch gestanden hätte. Aber du sprichst gerade den Kader an. Ich meine, er hat ja auch in der letzten Saison beim VfL Bochum nominell zumindest einen der schlechtesten Kader gehabt. Und sie haben wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Klar, auch immer mit diesem vielleicht Bonus, das erste Jahr ist immer vermeintlich ein bisschen leichter. Trotzdem, er kennt diese Situation, bringt die Erfahrung mit. Da stimmen eigentlich schon sehr viele Kriterien ein, die der FC Schalke gerade eigentlich braucht, oder? Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, wichtig ist, dass er diese Knöpfe drücken kann. Das traue ich ihm zu. Und ich traue ihm einfach auch zu, dass er dieses Feuer entfachen kann, das hier gerade in diesem Stadion einfach unfassbar wichtig ist. Auf den Rängen brennt es meistens, das Feuer. Manchmal nicht immer auf dem Platz. Das ist manchmal so ein Problem. Aber er, glaube ich, ist derjenige, der das Feuer hier entfachen kann. So, jetzt hast du gerade schon den vergangenen Sommer angesprochen, da ist man schon in Kontakt gekommen. Und dann gab es eine sehr schöne Geschichte heute von Peter Knebel auf der Pressekonferenz. Vom gemeinsamen Sommer auf den Seychellen. Dazu gehört auch eine kleine Urlaubsepisode nach dem Aufstieg. Auf den Seychellen, die Tür, das Rolltor vom Hotel geht auf. Wir fahren mit dem Taxi rein, meine Familie und ich. Und wer kommt rechts mit dem Golfcaddy? Sagt zu meiner Frau, guck mal, da ist er, Thomas Reis. Ja, und dann haben wir auf den Seychellen 3-4 Tage miteinander verbracht. Natürlich hat jeder den anderen auch in Ruhe gelassen, weil man sich dann auch erholen und ausspannen will. Aber das ist eine Episode, die ich so langer Flugzeit dann nun wirklich nicht erwartet hatte. Ja, Toni, also man war sich scheinbar im Sommer schon ziemlich gewogen. Es hat dann aus entsprechenden Gründen, die du gerade geschildert hast, noch nicht geklappt. Nur damit hing ja eben auch zusammen, dass die Personalie Frank Kramer ins Spiel kam. Denn mit Thomas Reis hätte man es gerne gemacht, es hat nicht geklappt. War Kramer von vornherein nur die zweite Wahl und ist deshalb auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt gewesen? Ja, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Also das haben wir ja im Sommer dann auch schon besprochen, dass Frank Kramer nicht die 1A-Wunschlösung gewesen ist. Ein bisschen ähnlich verhält es sich jetzt mit Thomas Reis auch, denn Schalke hat sich dann doch dazu entschieden, jetzt nach der Entlassung von Frank Kramer doch nochmal nach Alternativen zu suchen. Ne? Und warum haben sie nicht sofort auf Thomas Reis zugegangen und haben gesagt, du bist jetzt unser Mann, wir wollen dich, haben sich trotzdem nach Alternativen umgeguckt. Ja, das daran sieht man, dass im Verein doch es eine gewisse Diskrepanz gibt. Vielleicht einige, die hätten sich eine andere Lösung gewünscht. Rufen Schröder war derjenige, der unbedingt auch Thomas Reis haben wollte. Jetzt hat Schalke Thomas Reis und Rufen Schröder ist weg. Rufen Schröder, auf den kommen wir natürlich gleich auch nochmal. Trotzdem, eine Sache müssen wir noch besprechen, die hast du auch schon kurz adressiert. Reis, seine Vertragsauflösung beim VfL Bochum, da hat er sich finanziell dran beteiligt, also sich quasi auch seinen eigenen neuen Job so ein bisschen damit ermöglicht. Und auch dazu hat er sich auf der Pressekonferenz geäußert. Ich habe mich mit dem Verein, ich habe mich mit dem Peter und auch zu dem Zeitpunkt mit dem Ruben ausgetauscht, welche Möglichkeiten es gibt, dass ich auch hier Trainer werden kann. Ich habe versucht, da zu unterstützen, weil man wird ja auch schnell immer hingestellt, dass man zu gierig ist. Ich bin einfach gierig nach Erfolg, ich bin gierig nach diesem Verein. Ja, Toni, allein mit diesem Move, glaube ich, hat er schon eine ziemlich gute Chance, auch direkt so eine Art Identifikationsfigur zu werden für die Fans. Das ist was natürlich gut ankommt. Glaubst du, das Zusammenspiel Reis, Fans, Mannschaft bietet die Chance, ja, weiß ich, so eine eigene neue Dynamik zu entwickeln, die dem Team eine neue Stärke verleiht?
Ja, habe ich ja eben schon angedeutet, dass das glaube ich schon, dass er das hier verleihen kann, dem ganzen Verein. Und das ist einfach auch unabdingbar. Das ist wichtig. Die Mannschaft ist sportlich limitiert. Es wird große Probleme geben, im Winter diese Mannschaft zu verstärken, denn das Geld ist knapp. Es gibt nicht viel Geld, um die Mannschaft zu verstärken. Deswegen geht es nur auch über dieses Feuer. Und man hat es ja in der vergangenen Saison gesehen. Da war ja 8, 9 Spiele oder 9 oder 10 Spiele vor Saisonende die Stimmung auch nicht mehr so gut und keiner hat mehr so richtig dran geglaubt, dass die Schalke das noch schaffen können mit dem Aufstieg. Dann wurde auch Dimitrios Gramotzis entlassen und dann kam Mike Büskens und hat, glaube ich, 9 Spiele gewonnen oder zumindest alle am Ende und sie sind noch aufgestiegen als Zweitligameister, weil man sofort gespürt hat, das Feuer ist da und das trägt einen von Woche zu Woche und so kann, wenn es gut läuft, das mit Thomas Reis hier auch laufen. Ja, und dieses Feuer, das hatte man zu der Zeit noch und ein Mann war ganz entscheidend daran beteiligt, dass es so gut funktioniert hat, Sportdirektor Uwe Schröder. Er ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten, jetzt auch, ne, du warst ja bei der Pressekonferenz heute Morgen. Peter Knebel, der war ja richtig emotional angefasst, ne? Also der hat Uwe Schröder als sehr guten Freund bezeichnet und man hatte fast das Gefühl, er spricht da von jemandem, der gerade irgendwie von uns gegangen ist. So schlimm ist es ja zum Glück nicht. Trotzdem, das ist für den Verein schon ein Einschnitt. Hat das denn den Verein genauso überrascht und deswegen auch diese Reaktion von Peter Knebel wie die Öffentlichkeit? Also ganz kurz den Eindruck, den teile ich. Ich fand es bei dieser Pressekonferenz auch etwas eine Spur zu pathetisch insgesamt. Aber natürlich ist es so, dass der Verlust von Uwe Schröder als Sportdirektor hier natürlich den Verein sehr schwer trifft. Ich würde es ein bisschen zweigeteilt sehen. Uwe Schröder hat einen fantastischen Job gemacht, wenn man sich diesen Aufstiegskader anguckt. Er hat aus einem absoluten Trümmerhaufen einen Zweitligameister geformt. Mit wenig Geld, mit hoher Kreativität, mit viel Arbeit, mit viel Fleiß, mit viel Energie. Dann allerdings gab es in diesem Sommer den Entschluss, nochmal so einen großen Umbruch in die Wege zu leiten. Aus meiner Sicht hätte es auch eine andere Möglichkeit gegeben. Man hätte gucken können, dass man den Kader weitgehend zusammenhält, ähnlich vielleicht wie Bremen das gemacht hat. Wäre durchaus möglich gewesen. Ja, man hätte den Torwart nicht wechseln müssen. Martin Freisel wäre auch noch hier geblieben gerne. Und in weiteren Mannschaftsteilen verhält es sich ähnlich. Da haben sich die Schalker, allen voran Uwe Schröder, dazu entschieden, Umbruch einzuleiten. Und die Entscheidungen, die er dann getroffen hat, die waren unterm Strich, muss man sagen, bisher eher sehr unglücklich, inklusive der Trainerentscheidung Frank Kramer, den er jetzt nach 10 Ligaspielen schon wieder entlassen musste. Und deswegen bröckelte so ein bisschen dieses Denkmal, das sich Uwe Schröder in der Aufstiegssaison gebaut hat. Und das Bröckeln wäre, glaube ich, weitergegangen in den nächsten Wochen und Monaten, weil er genau wusste, da kommt wieder viel Arbeit auf ihn zu. Diese Mannschaft, die von ihm zusammengestellte Mannschaft, muss in vielen Teilen nachjustiert werden. Der Verein gibt ihm dafür aber kein Geld, weil es die neue Marschroute hier auf Schalke ist. Und das alles hat dazu geführt, dass er sich jetzt nicht mehr in der Lage gesehen hätte, hat Energie aufzubringen, um das hier mit Schalke 04 noch weiter durchzuziehen. Ja, und jetzt hat man einen neuen Trainer, aber man muss eben einen neuen Sportdirektor suchen. Ne? Peter Knebel wird das jetzt erstmal interimsmäßig übernehmen. Er hat das auch schon mal gemacht am Ende der Abstiegssaison. Ist denn so eine Person... Ungern ja. Allerdings. Genau, er ist ja damals als Sportvorstand gekommen und hat, und das ehrt ihn, er hat von Anfang an gesagt, in der Rolle als Kaderplaner fühlt er sich nicht so wohl. Deswegen hätte er gern Sportdirektor. Diese Stelle gab es ja auf Schalke längere Zeit unter Jochen Schneider damals nicht. Und er hat sich dann dafür eingesetzt, Uwe Schröder zu holen. Ja, und jetzt ist Uwe Schröder weg. Und in einer sehr heiklen Phase, die jetzt auf Schalke zukommt, muss Peter Knebel das wieder übernehmen, zusammen mit dem Chefscout Hechelmann und mit dem Sportreferent René Grotus. Und auch Gerard Asamoah spielt eine kleine Rolle, denn bei ihm ist es so, er ist gerade dabei, einen Lehrgang zu besetzen, wo er sich zum Sportdirektor ausbilden lässt. Deshalb greift er in dieses Triumvirat auch noch mit ein. Vielleicht kommt die WM ja ein bisschen entgegen, da hat man ordentlich Zeit. Bis dahin sind es jetzt auch nur noch ein paar Wochen, die kriegt man vielleicht dann so auch hin. Trotzdem jetzt so eine personelle Neuaufstellung mitten in der Saison, sowohl was den Trainer als auch den Sportdirektor, was ja eigentlich, ne, das sind die sportlich Verantwortlichen im Endeffekt, das ist es für dich eher eine Gefahr oder ist es vielleicht auch eine Chance? Weil man muss halt auch sagen, bisher läuft halt gar nichts bei Schalke sportlich. Trotzdem mitten in der Saison ist natürlich nicht der beste Zeitpunkt.
absolute Gefahr, denke ich. Ja, jetzt geht der Mann, der für die Kaderplanung zuständig ist und auf den viel Arbeit zugekommen wäre in den nächsten Wochen, der ist jetzt plötzlich weg. Jemand anderes muss das auffangen. Muss man jetzt gucken, wie funktioniert der Club da intern. Ich fand diesen Mittwoch, wo man eigentlich gedacht hat, der neue Trainer führt vielleicht schon die neue Mannschaft aufs Feld. Und dann stattdessen kam dann die Nachricht, dass der Sportdirektor hier sofort den Verein verlassen will. Also das waren schon sehr chaotische Zustände. Peter Knebel hat heute auf der Pressekonferenz versucht, das ein bisschen so darzustellen, dass es gar nicht chaotisch war. Aber natürlich ist es chaotisch, wenn du in dem Moment keinen Trainer hast, wenn die Trainersuche schon über einen längeren Zeitraum geht, wenn es da sehr große Hürden gibt, wenn du dich nach Alternativen umguckst. Wenn dann in der Phase auch noch der Sportdirektor sagt, ich gehe jetzt und du stehst am Tabellenende und hast nur 6 Punkte, die zweitschlechteste Offensive, zweitschlechteste Defensive, da kommt einiges zusammen. Also der Zustand hier des FC Schalke 04, der sportliche vor allem, ist aktuell sehr besorgniserregend, mal wieder. Und ich gehe mal davon aus, logischerweise, da das jetzt relativ plötzlich kam und Ruven Schröder hat sich jetzt, glaube ich, nicht über Wochen angedeutet, hat man auch noch nicht wirklich eine Alternative. Oder wie ist da so der Stand? Also hat man schon Ideen, zumindest was ein Profil des Nachfolgers angeht, soll er möglichst nah an Ruven Schröder rankommen? Oder ist es vielleicht auch jetzt ein bisschen eine andere Ausgangslage? Kannst du uns da auch noch ein bisschen was zu erzählen? Also angedeutet hatte sich das nicht, dass er jetzt hier auch hinwirft. Es hatte sich ein bisschen herauskristallisiert, dass er in den letzten Wochen nicht mehr der Ruven Schröder war, den man auch aus der Aufstiegssaison kannte. Er war ruhig, er war ruhiger, nicht mehr so energetisch, ein bisschen zurückhaltender, was eigentlich gar nicht zu ihm und den vergangenen Monaten gepasst hat. Da hat man schon gemerkt, da ist ein gewisser Prozess in Gang gekommen. Die Energie ist vielleicht auch nicht mehr so da. Und ja, also die Ausrichtung des Clubs ist jetzt einfach in dem Moment so, dass Peter Knebel sagt, er möchte sich das gemeinsam mit seinen 3 Leuten, die ich gerade genannt habe, möchte sich das jetzt mal ein bisschen angucken. Er möchte gucken, wie die Leute auch funktionieren und in den nächsten 2, 3, 4 Wochen dann vielleicht entscheiden, ob sie dann einen neuen Sportdirektor holen und wenn ja, wenn. Wobei ich sagen muss, also ich persönlich glaube, Peter Knebel wäre es am liebsten, wenn er schon morgen die Sportdirektorenlösung sofort präsentieren könnte. Aber natürlich geht das jetzt nicht so schnell. Schauen wir zum Ende jetzt nochmal auf die sportliche Aktualität. Ein Blick auf die Zahlen und Fakten zeigt ja wirklich, wie viel Arbeit da auf Thomas Reis zukommt. 5 Spiele in Folge ist man punktlos, nur 11 Tore in 11 Spielen erzielt. Und das liegt ja nicht rein an der Chancenverwertung, denn Schalke 04 hat die zweitwenigsten Torschüsse und auch die zweitwenigsten Chancen pro Spiel. Und dazu hat man ja auch die zweitmeisten Gegentore kassiert. Das sind Zahlen eines Absteigers. Selbst wenn Reis jetzt gute Arbeit macht, ist der Kader überhaupt gut genug für die Mission Klassenerhalt? Nein, ich denke nicht. Also das ist so, wie er jetzt ist, ist es nicht. Ja, sie haben ein Problem oder wieder eine Diskussion auf der Torhüterposition. Sie haben eine Abwehr, die nicht funktioniert. Der Abwehrchef Maya Yoshida, bisher nicht wirklich Bundesliga-tauglich. Man muss dazu sagen, natürlich auch viele Verletztenprobleme, gerade auch in der Defensive. 5 Leute sind verletzt, davon 4 Innenverteidiger plus Rodrigo Salazar. Heikle Situation natürlich trotzdem, rein von der Besetzung der Mannschaft, auch wenn man in den Sturm guckt. Simon Terodde erst 1 Tor, Kenan Karaman hat, glaube ich, hat er überhaupt schon mal getroffen, ich weiß es gerade gar nicht. Auch da, was die Transferpolitik betrifft, wenn man nur auf den Sturm guckt im Sommer, muss man sagen, sie holen Sebastian Polter für 1,5 Millionen Euro, geben ihm einen 3-Jahres-Vertrag. Marvin Pieringer lassen sie gehen, der jetzt beim SC Paderborn fast jede Woche trifft. Sie holen dann Kenan Karaman. Also das ist alles nicht so richtig durchdacht, nicht so richtig strukturiert. Da müssen die Schalker im Winter auf jeden Fall was tun, sonst wird es ganz, ganz eng, auch für Thomas Reis. Also was den Klassenerhalt betrifft. Es gibt einiges zu tun auf Schalke für den Trainer, für einen möglichen neuen Sportdirektor. Trotzdem danke dir, Toni, für diesen Stand. Wir wollen natürlich trotzdem von euch auch draußen nochmal sehen, wie ihr das Ganze seht. Wo landet der FC Schalke 04 am Ende der Saison? Ist ein großer Blick in die Glaskugel. Es wird noch einiges passieren auf dem Weg dahin. Trotzdem würden wir gerne von euch wissen, wie da eure Prognose aussieht. Toni, danke dir für diese ganzen Erkenntnisse und Analysen. Vielleicht wird es nicht ganz so turbulent wie jetzt in diesen Tagen, aber weniger arbeitsreich wird es wahrscheinlich auch nicht, würde ich mal von ausgehen. Aber danke. Ich glaube nicht. Nein. Sehr gern. Jederzeit wieder. Tschüss. Ja, es sind spannende Zeiten auf Schalke. Schon interessante Einblicke jetzt von Toni Lieto, unserem Reporter. Und ich fasse nochmal zusammen. Also Trainer Thomas Reis ist für ihn schon die richtige Entscheidung. Der passt richtig gut. Auf Schalke ist ein Mann des Ruhrgebiets. Trotzdem ist natürlich so eine personelle Neuaufstellung dann auch auf der Sportdirektorebene schon eine Gefahr. Also da geht er durchaus mit einer kleinen Hypothek
in seine Aufgabe. Und das wird eine große. Der FC Schalke möchte in der Liga bleiben. Wir sind sehr gespannt, ob es klappt, und sind auch gespannt auf den kommenden Bundesligaspieltag. Seid gern wieder dabei. Morgen beim schnellen Orakel die Prognosen zum Spieltag. Macht's gut. Schönes Wochenende euch. Ciao, ciao.